Es gibt viel zu tun an der Klinik am Frankfurter Flughafen. Rund 61 Millionen Passagiere nutzen den größten deutschen Flughafen im Jahr. Kein Wunder, dass hier die größte Flughafenklinik der Welt steht. Dr. Michael Sroka ist einer der Ärzte. Sein erster Fall für heute? Enrico Meuser. Er ist Koordinator für die Verkehrssteuerung der Autos vor den Terminals. Doch plötzlich ein Zusammenbruch während der Arbeit. Was ist genau passiert? Wie konnte es zu dem Zusammenbruch kommen? Der Arzt will ein Blutbild anfertigen, um sich Gewissheit zu verschaffen. In einem Schnelltest werden die wesentlichen Ergebnisse in wenigen Minuten angezeigt. Für eine erste Diagnose ist das ausreichend. Also, im EKG ist nichts. Entzündung haben sie auch keine, zumindest keine bakterielle. Ja? Und die Blutwerte sind für alles, wonach wir notfallmäßig gucken, also Durchblutungsstörungen am Herzen, als Super-GAU auch völlig in Ordnung. Also das heißt, das ist ganz was mit dem Stress. Stress oder mechanisch, also irgendwas gehoben, gezerrt. Ein Tag wird der Mitarbeiter beurlaubt. Die nächste Patientin, Marina Hoss, sie ist Operations-Agentin. Heißt, sie kümmert sich mit ihren Kollegen um den Betriebsablauf auf dem Vorfeld, bevor ein Flieger überhaupt abhebt. Die Krankenschwester macht erste Tests. 100% die Sauerstoffsättigung, das ist perfekt. Und 80%. Das ist in Ordnung. Der Doktor kommt gleich und guckt nach ihm. Alles klar, danke. So, Frau Hoss, guten Morgen. Frau K., was haben Sie gemacht? Ich habe mir an der P-Touch-Stange an den Kopf gestoßen. An was haben Sie sich gestoßen? An der P-Touch-Rohr ist das. Okay. Am P-Touch-Rohr. Jetzt ja. Weiß ich, was Sie meinen. Okay. Ich bin Arzt. Sorry. Sie arbeiten draußen auf der Rampe, ja? Genau. Gegen die Kopfschmerzen gibt es eine Tablette. Außerdem soll die 21-Jährige den Kopf kühlen und einen Tag ruhen. Der Alarm blinkt. Bei diesem Einsatz ist der Rettungswagen schon an einem Flugzeug, um eine Patientin abzuholen. Ihr ist übel. Um Zeit zu sparen, erfolgt die Erstversorgung direkt im Wagen. Zumal erstmal unklar ist, ob sich die Flughafenklinik um die Frau ausreichend kümmern kann. Auf Wunsch der Patientin bleibt die Kamera diesmal draußen. Schwindelig. Ja? Ich habe mit den Kollegen ausgemacht, dass wir sie ins Krankenhaus schicken, weil die Diagnostik, die man jetzt braucht, kann ich hier am Flughafen nicht machen. Aber was ich auch gesagt habe, ist, ich mache mal das, was man machen kann, um Ihnen den Weg mit dem RTW über die Straßen ein bisschen angenehmer zu machen. Okay? Der Weiterflug der Geschäftsfrau ist damit erst einmal beendet. 30% der Patienten sind Touristen, 30% Flughafenmitarbeiter, der Rest kommt aus dem Umland. Also wir sind eine Notfallambulanz und wir helfen selbstverständlich jedem mit einem nachvollziehbaren Notfall rund um die Uhr. Was wir aber uns natürlich wünschen, ist, dass man zum Beispiel Rezepte für Dauermedikamente nicht nachts um 2 erbittet. Auch für Anneliese Julen aus Zermatt endet die Reise abrupt in der Klinik. Sie und ihr Mann wollen von der Schweiz über Mailand und Frankfurt nach Espen, das Skigebiet der Schönen und Reichen im US-Bundesstaat Colorado. Doch in Mailand passierte ein kleines Missgeschick. Ich bin gestern in der Nacht irgendwann mal aufgewacht, im Schlaf aufgestanden, wie weiß ich nicht, wie eine Rakete vermutlich. Dann habe ich auf dem Boden wiedergefunden und bin mit dem Kopf fest aufgebaut, habe eine kleine Platzwunde. Was haben die gemacht? Haben die das geklebt oder was? Desinfiziert. So. Nur sauber gemacht? Nur sauber gemacht. Ich habe gemeint, da braucht man keine. Nee, da braucht man wirklich keine Wunde oder nee. Wundnaht. Gut. Und jetzt wollen Sie in Skiurlaub und wollen auch Skifahren oder wollen Sie nur auf der Hütte sitzen? Nee, Skifahren. Dafür gehe ich. Für die Hütten brauche ich nicht. Dann haben wir zu Hause. Wie lange sind Sie denn da? 14 Tage. Also ich würde noch 2 Tage mich nicht sportlich betätigen. Mhm.
Das Schweizer Hoteliers-Ehepaar fliegt erst am nächsten Tag weiter Richtung USA. Zurück in der Flughafenklinik. Cornelia Buck benötigt dringend Hilfe. Als Flughafenangestellte kümmert sie sich selbst um Passagiere mit einem körperlichen Handicap. Diesmal hat sie es selbst getroffen, als sie beim Busausstieg umknickte. Ganz übel umgeknickt. So rum? So, richtig hier mit, okay. mit 60 Kilo Gewicht hier drüber. Wieso denn 60 Kilo? Naja, weil ich 60 Kilo wiege. Naja, ach so, ich dachte mit irgendwelchen Koffern, nein. Das klang so. Nein. Ist okay. Sprechen wir von 62, weil noch die Kleidung dazu kommt. Okay. Passen Sie auf, ich gucke noch mal ganz kurz. Ja. Nichts machen. Ja. Sie haben es ja schon gekühlt, oder? Ne, ich hab's gar nicht. Ah, okay, ist gut, ist okay. Ist okay. Alles gut. Cornelia Bucks Fuß muss geröntgt werden. Denn ein Knochenbruch kann der Arzt bei einer reinen Sichtkontrolle nicht ausschließen. Also eine Fraktur sehen wir keine. Also eine ordentliche Bänderdehnung, da ist auch was Altes. Ich habe Ihnen eine Krankmeldung vorbereitet. Mhm. Sie haben die Gehstützen. Mhm. Ja. Ja. Wir schreiben noch ein Rezept für eine spezielle Schiene. Ja. Michael Sroker ist seit 5 Jahren Arzt an der Flughafenklinik. Zuvor war er Oberarzt am Klinikum Hanau. Doch der Reiz, am Flughafen zu arbeiten, ist einfach größer. Das ist sicherlich eine der Facetten der Tätigkeit hier am Flughafen. Sie wissen nie, was passiert in den nächsten 10 Minuten, insbesondere nicht in den Phasen des Flugbetriebs. Und das ist ja auch unsere Hauptaufgabe, den Flughafen notfallmedizinisch rund um die Uhr zu versorgen. Und schon muss der Arzt weiter. Zum nächsten Einsatz an der größten Flughafenklinik der Welt.